Sachsen. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Ruprecht Polenz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir debattieren über die Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage zum Islam in Deutschland. Wir hatten zur Vorbereitung dieser Großen Anfrage 1999 im Deutschen Bundestag eine Anhörung mit führenden Vertretern islamischer Verbände veranstaltet. Denn wir wissen, für die Integration der dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer sind Fragen von Kultur und Religion von zentraler Bedeutung. Die Frage nach dem Islam in Deutschland ist deshalb eine der Kernfragen einer modernen Integrationspolitik. Deshalb haben wir uns so intensiv damit beschäftigt. Auf der Grundlage unseres Fragenkatalogs hat jetzt die Bundesregierung eine umfassende Bestandsaufnahme über den Islam in Deutschland erarbeitet. Ich möchte der Bundesregierung dafür danken. Denn aus der Antwort ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für politische Initiativen in Bund, Ländern und Gemeinden. Meine Damen und Herren, von unserer heutigen Islamdebatte sollten konkrete Botschaften ausgehen an die ca. 3,2 Millionen Muslime in Deutschland. Erstens, wir achten und respektieren ihre religiösen Überzeugungen. Zweitens, wir respektieren und achten sie als unsere Nachbarn in den Städten und Gemeinden. Deshalb interessieren wir uns für ihren Glauben und für ihre religiösen Überzeugungen und für die Hochkultur des Islam. Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz gewährleistet die Religionsfreiheit in Deutschland auch für Muslime. Und jeder Muslim soll in Deutschland ein Leben nach seinen religiösen Überzeugungen führen können. Allerdings gelten für Muslime dieselben Schranken und Grenzen, die sich aus der Wertordnung des Grundgesetzes auch für Christen und andere Religionsgemeinschaften ergeben. Wir wollten mit unserer Großen Anfrage auch ermitteln, wo in diesem Rahmen ein Leben nach den islamischen Geboten in Deutschland noch auf Schwierigkeiten stößt, damit wir diese Schwierigkeiten überwinden können. Wenn man Menschen, die keine Muslime sind, nach ihrer Einstellung zum Islam fragt, so überwiegen nach meinem Eindruck zwei ganz gegensätzliche Sichtweisen. Die einen empfinden Skepsis und Sorge bis hin zu Angst vor einer akuten Bedrohung für die christlich-abendländische Kultur. Andere neigen zu einer unreflektierten, naiven Idealisierung und Harmonisierung des Islam. Einen Grund für diese Idealisierung und Harmonisierung sehe ich darin, dass vor lauter multikultureller Beliebigkeit die Vorstellung dafür abhanden gekommen ist, dass religiöse Überzeugungen auch die Lebenswirklichkeit nachhaltig und durchaus konflikthaft prägen können. Man muss schon ernst nehmen, dass religiöse Glaubenswahrheiten auch Absolutheitsansprüche gegenüber den Gläubigen formulieren und dass es zu nicht hinnehmbaren Konflikten kommen kann, wenn diese Absolutheitsansprüche mit durchaus weltlichen Mitteln gegen Andersgläubige durchgesetzt werden sollen. Weil der Islam die Grenzen zwischen Religion und Politik, zwischen Staat und Religion nicht in gleicher Weise zieht, wie sich dies bei uns durch Säkularisierung und Aufklärung herausgebildet hat, müssen wir festhalten, dass in Deutschland die Wertordnung des Grundgesetzes für die Ausübung aller Religionen gilt. Eine Einführung der Scharia zum Beispiel wäre mit dem Grundgesetz selbstverständlich nicht vereinbar. Ein solches Ziel wird auch, das möchte ich ausdrücklich gleich hinzufügen, allenfalls von einer verschwindend geringen Zahl der Muslime in Deutschland angestrebt. Der Generalsekretär des Verbandes der Islamischen Kulturzentren hat bei der Anhörung der CDU-Fraktion ausdrücklich darauf hingewiesen, auch in der islamischen Orthodoxie ist anerkannt, dass Muslime, die in einem nicht-islamischen Staat leben und dort Religionsfreiheit und die übrigen Grundrechte genießen, ihrerseits zur Loyalität zu diesem Staat und seiner Rechtsordnung verpflichtet sind. Und woher kommen Skepsis und Sorge, ja sogar Angst vor dem Islam? Ich sehe hier vor allen Dingen drei Gründe.
Es ist erstens vor allem die falsche Gleichsetzung von islamistischem Fundamentalismus mit dem Islam. Dabei geht es den Islamisten um eine Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke. Die Islamisten wollen den Islam als Herrschaftsmittel einsetzen und eigene Herrschaftsansprüche damit begründen. In erster Linie übrigens gegenüber den Regierungen in islamischen Ländern, denen sie unislamisches Handeln, so heißt es, vorwerfen. Dann sind zweitens die Terroranschläge, die von islamistischen Organisationen begangen werden, also Selbstmordkommandos, die auch bei uns Angst auslösen und die fälschlicherweise dem Islam zugerechnet werden, obwohl der Islam Terror und Gewalt verbietet. Und nicht zuletzt wirken die Schreckensherrschaft, die die Taliban in Afghanistan errichtet haben, oder die blutigen Auseinandersetzungen in Algerien auf das Bild ein, das sich viele von dem Islam machen. Es mag auch sein, dass für manche, die ohne Feindbild nicht leben können, der Islam an die Stelle des zusammengebrochenen Kommunismus getreten ist. Hinzu kommt, wie ich meine, eine unvollständige und damit einseitige Wahrnehmung der gemeinsamen Geschichte, die vor allem die Konflikte und Kriege betont, von Karl Martell über die Kreuzzüge bis zu den Türken vor Wien. Übersehen werden dabei Epochen weitgehend friedlichen Zusammenlebens, wie in Spanien zur Zeit der Umayyaden. Übersehen wird dabei auch, wie viele kulturelle Errungenschaften wir der islamischen Welt verdanken, in der Mathematik, der Astronomie oder Architektur beispielsweise. Vielleicht sollten die Länder auch hier das bewährte Mittel gemischt zusammengesetzter Schulbuchkommissionen nutzen, um die Darstellungen in den Geschichtsbüchern einmal zu überprüfen. Festzuhalten bleibt, dass es oft Unkenntnis und gegenseitiges Unverständnis gibt zwischen Muslimen und der einheimischen christlich geprägten Bevölkerung. Umso wichtiger ist deshalb ein Dialog zwischen den Religionen und Kulturen. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass die beiden christlichen Kirchen vielfältige Foren für interreligiöse Gespräche anbieten. Es gibt nachbarschaftliche Begegnungen zwischen Kirchengemeinden und muslimischen Moscheengemeinden. Und am Tag der offenen Moschee machen jedes Jahr viele tausend Gäste von dem Angebot zum besseren Kennenlernen Gebrauch. Manchem dürfte erst durch solche Begegnungen bewusst werden, dass es in seiner Nachbarschaft überhaupt eine Moschee gibt. Die meisten Gebetsstätten sind bisher nach außen kaum kenntlich. Sie sind in Wohnhäusern, gewerblichen Gebäuden und Ähnlichem untergebracht, heißt es zutreffend in der Antwort der Bundesregierung. Ich meine, es wäre eine Aufgabe der Kommunen, rechtzeitig geeignete Grundstücke für den Bau von Moscheen planungsrechtlich auszuweisen, damit Muslime nicht in Gewerbegebiete oder Hinterhöfe abgedrängt werden, wenn sie in ihren Gotteshäusern beten wollen. Ich hatte vor einem Jahr die Gelegenheit, die prächtige blaue Moschee in Isfahan zu besuchen. Man spürt dort, welche Kraft vom Islam ausgegangen ist, wenn Menschen trotz ihrer eigenen Armut über Jahrzehnte und Jahrhunderte an der Vollendung solcher Bauten arbeiten. Ich bin deshalb überzeugt davon, dass Respekt und Achtung vor der Weltreligion Islam wachsen werden, wenn die Möglichkeit zur Errichtung angemessener islamischer Sakralbauten in der Stadtplanung berücksichtigt wird. Meine Damen und Herren, jeder zehnte Schüler an deutschen Schulen bekennt sich zum islamischen Glauben, das sind mehr als 700.000. Trotzdem gibt es bis heute in keinem Bundesland islamischen Religionsunterricht als ordentliches Pflichtfach, so wie es katholischen oder evangelischen Religionsunterricht gibt. Es ist Sinn und Zweck des Religionsunterrichtes, eine systematische Werteerziehung zu vermitteln, die bei der persönlichen und gesellschaftlichen Orientierung helfen soll. Das wird muslimischen Kindern in unseren Schulen bislang verwehrt. Da hilft auch ein irgendwie gearteter Ethikunterricht wenig. Denn ohne die substanzielle Auseinandersetzung mit dem eigenen Glaubensbekenntnis kommen die Schüler leicht in die Gefahr einer undifferenzierten Gleichmacherei oder Gleichgültigkeit, statt dass sie die jeweiligen Besonderheiten religiöser Überzeugungen in ihrer Andersartigkeit tolerant verstehen lernen. Die CDU-CSU-Fraktion setzt sich deshalb dafür ein,
dass die Voraussetzungen für die Erteilung von islamischem Religionsunterricht als ordentliches Pflichtfach an öffentlichen Schulen geschaffen werden. Dieser Religionsunterricht soll ein islamisches Selbstverständnis in einer christlich geprägten Gesellschaft entwickeln helfen. Er soll jungen Muslimen das Verständnis und die Akzeptanz der Wertenormen der deutschen Gesellschaft ermöglichen und so dazu beitragen, kulturelle Spannungen abzubauen. Nun ist bekannt, dass sich der Islam nicht als Kirche organisiert, mit der man ein Konkordat abschließen könnte. Es wäre deshalb gut, wenn die großen Dachorganisationen der Muslime in Deutschland, also Zentralrat und Islamrat, dem Staat als verlässliche Partner für islamischen Religionsunterricht gegenübertreten könnten. Der Zentralrat hat ja bereits einen vielversprechenden Lehrplan für einen muslimischen Religionsunterricht formuliert. Wie katholischer und evangelischer Religionsunterricht unterliegt auch islamischer Religionsunterricht dem staatlichen Schulrecht und der staatlichen Schulaufsicht. Über die Ziele und Inhalte aber entscheiden die Religionsgemeinschaften nach eigenen Maßgaben. Weitere Voraussetzung nach unseren Vorstellungen: die Unterrichtssprache ist Deutsch, auch beim islamischen Religionsunterricht. Der Umstand, dass 2/3 der Muslime in Deutschland aus der Türkei stammen, würde bei einer Durchführung in türkischer Sprache außerdem nur in Anführungszeichen das türkische Verständnis des universellen Islam vermitteln und jeden 3. Muslim in Deutschland ausgrenzen. Besonders wichtig ist es, dass die Lehrkräfte, die zur Durchführung des islamischen Religionsunterrichts autorisiert werden, möglichst bald eine theologische Ausbildung in Deutschland erhalten. Langfristig müssen deshalb ordentliche Studiengänge in islamischer Theologie an deutschen Hochschulen eingerichtet werden. Ich weiß, dass beispielsweise die Universität Münster gern einen solchen Lehrstuhl einrichten würde. Es liegt jetzt am Land Nordrhein-Westfalen, die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen. Bis dahin müssen Übergangsregelungen getroffen werden, damit der islamische Religionsunterricht in absehbarer Zeit Pflichtfach an öffentlichen Schulen in den Bundesländern werden kann. Allerdings darf man sich von der Einführung des islamischen Religionsunterrichts nicht die Abschaffung von Korankursen versprechen. Die Korankurse wird es auch weiterhin geben, denn dort wird das Rezitieren der Suren des Korans auf Arabisch unterrichtet, eine für orthodoxe Muslime obligatorische Pflicht. Anders zu bewerten sind natürlich die sogenannten wilden Korankurse, in denen Kinder indoktriniert werden. Ihnen muss unabhängig von der Einführung islamischen Religionsunterrichts mit allen zu Gebote stehenden Möglichkeiten entgegengewirkt werden. Gestatten Sie mir eine Bemerkung zum Schluss. Der Deutsche Bundestag debattiert heute über den Islam in Deutschland, und wir wollen dies tun in einem Geist der Achtung und des Respekts vor dieser Weltreligion. Uns wird bei dieser Debatte bewusst, wie wichtig für Muslime ihre religiöse Überzeugung ist. Wir spüren, wie sehr es Muslime verletzen muss, wenn ihre Religion herabgesetzt oder verächtlich gemacht würde. Das, meine Damen und Herren, gilt übrigens auch für Christen. Es wäre deshalb ein wichtiger Ertrag unserer Debatte, wenn wir das allgemeine Bewusstsein auch dafür schärfen könnten.